Hallihallo und willkommen zurück bei Gunpoint mit mir, dem Punkt. Und ja, ich habe außerdem vergessen, schon die letzten beiden Missionen wieder Upgrades zu kaufen. Ja, können wir uns ja hier schon die ganze Bullfrog Charge-Up-Time vollkaufen. Jetzt können wir wirklich so bounce, 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 bounce rumspringen. Das ist doch voll geil. Und wir haben auch genug Geld, um uns entweder den Revolver zu holen, den ich aber allerdings auch eigentlich relativ wenig benutze. Oder etwas ganz Lustiges, wir können die Waffen der Feinde rewiren. Das heißt, wir könnten theoretisch gesehen patrouillierende Wachen dazu benutzen, wenn sie ihre Waffe geschultert haben, andere Wachen zu erschießen mit ihrer eigenen Waffe. Das will ich euch jetzt mal gleich zeigen. The long shot lets you cross-link enemy guns. When you link from a gun to something else, it activates that instead of firing. When a guard's gun doesn't work as expected, he'll fix it. Aha. Also, das heißt also, wir sind da unten. Und, so rum. Hihihi. Er hat einfach mal das. Ups, nein, nein, nein! Einfach mal das Licht ausgeschaltet. Das ist so geil, dass man wirklich so die Wachen austricksen kann, richtig. Oder wir machen es einfach so. 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 Na gut, dann. Hallo? Ach, es kostet mich 4 Batterien. Und ich habe nur noch 2. Das ist natürlich blöd. So, jetzt habe ich wieder 4. So, dann machen wir das nämlich jetzt mal so. Wenn der mich sieht. Das ist jetzt blöd, weil er sieht mich, er würde mich abschießen, aber dafür würde er ihn abschießen. Versuchen wir es doch einfach mal. Ja, er schießt mich ab. Jetzt habe ich natürlich meine Batterien schon verschwendet. Super. Ich würde das hier gern mit dem ver. Okay, wir haben nicht mehr genug Batterien. Das will ich jetzt selbst dran schuld. So, aber wie gesagt, das ist eigentlich recht lustig so. Zack. Mach das Licht aus, du Sau. Tsching, meine Batterien. Zack. Kluck, kluck, hä? Was ist denn da jetzt los? So. Hoppala, ich habe vergessen, das zu. Ups. Mein Fehler. Tut mir leid. Warum auch immer das Licht dabei angegangen ist. Er hat seinen Kollegen erschossen. Tötet ihn. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er rumpatrouilliert, ne? Mist, 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 Mist. Bin grad so schlecht, ne? Ah, geht ja gar nicht. Guckt euch diesen Noob an. Ja, die. Punch in your face. Ich finde diese Animation einfach zu geil. Das Geräusch dazu. KDR Glen to Julia Mayfield. Subject: Sunday. Obviously, everyone here feels terrible about what happened on Sunday. I'm told Handley was good officer, and it was a bad, weird way to go. As you know, our work here is highly experimental and looks like one of our active projects is capable of interfering with the internal electronics of Rogue and Intex firearms. We can't discuss details, of course. But it does appear to have been an accident, and I believe the surviving officer is blameless. That said, you are suggesting that what might be using your officers as guinea pigs for untested field tech is way off, Kelly Eglint. Ja, Sauerei. Er hat uns gesehen, weil wir gerade draußen standen. Also ja, es ist blöd gewesen. Ah, aber er sieht uns nicht, wenn wir direkt vor ihm stehen. Normalerweise. Normalerweise, habe ich gesagt. Verdammt.
Ja, dafür, dass du mich zweimal erschossen hast. Nimm dies und das und... Okay, ich kann jetzt aufhören. So. $1,000 haben wir jetzt noch. Da würde ich sagen, holen wir uns den Prank Spasm. Bobby Trap Electronics. Ding. So. The Prank Spasm lets you connect power sockets to things of to electricity, Sam. When the power socket is activated, its target emits a shock. Link your switch to the socket and the socket to the switch near the guard. So. Was soll ich machen? Link your switch to the socket. Zack. And the socket to the switch near the guard. Das heißt also, wir schicken jetzt sozusagen den Strom. Wir geben den Impuls, dass die Steckdose den Strom zu den Schalter geben soll. Und der Schalter die Wache ausschaltet. Was sind wir böse? From Antonia Zbunder to Kelly Ackland. Subject: Prankasm. Nee, Prank Spasm. Okay. I think we are ready for production on the Prank Spasm. We managed to get around the grid safety protocols by remotely ramping down the voltage at the time of connecting, then cranking it back up when the main socket is activated. My only question is, why would anyone actually want this? As far as I can see, it could never be used to cause nasty accidents by passing a dangerous voltage through objects that are normally safe. What kind of client needs that? And did they pick the name? Ja, da sieht man, wir brauchen sowas, weil das ist doch voll das geile Spielzeug. Wer möchte nicht gerne Strom durch einen Schalter fließen lassen über die Steckdose? Ich glaube, damit haben wir jedes Tutorial soweit eigentlich auch abgeschlossen. Ich glaube, die Handgun gibt es da noch eins. Und Kickdown Doors glaube ich nicht. Das Geld spare ich mir, wie gesagt, erstmal. Das kann man sich auch später noch kaufen. Das ist erstmal nicht so wichtig. Also machen wir jetzt erstmal Mayfield, the room. I've got something big. I think we can close this case tonight. Drop me a line and I tell you what I can. A source I trust has tripped me off to a recording of everything that happened in a rookie's office the night of Delgado's murder. It's a murderer, wäre ja der Mörder. It's from a second camera on that was backed up to the secure DataSec facility without the killer knowing. I need you to break into DataSec and get the recording for me. Where's the second camera? I can't tell you that yet. Who's the source? I can't tell you that. Das ist schon mal sehr merkwürdig. Why do you believe them? I can't tell you that yet. Also er will uns gar nichts sagen. Ich habe so das Gefühl, er will uns testen, ob er uns trauen kann und nicht, dass wir die ganze Zeit die Materialien verschwinden lassen. Right, I'll check it out then. Plopp, lass uns ruhig fallen. Oh, fuck. So, kein Alarm ist ausgelöst. Sehr schön. Ich muss dennoch... Ach so, das ist offen hier. Ja, dann ist es ja kein Wunder, dann geht das ja. Dann ist das ja kein Problem, würde ich mal sagen, ne? Gell? Ich muss den Fahrstuhl schicken. So, wenn der Fahrstuhl hochfährt, aktiviert mir dieses Ding... Das Ding. Ich sollte natürlich auch den Fahrstuhl dahin klicken. Oh, spring, wie du nie gesprungen bist zuvor. Zack, I'm in. Hacking. Ding gehackt. Das Ding. Dann haben wir hier noch das Lilande. Wie mache ich das jetzt mit dem Lilanden? Das Lilane müsste ja eigentlich erstmal die Tür hier öffnen. Aber dafür müssen wir den Fahrstuhl auch erstmal wieder hochschicken, soweit ich sehe. Hacken wir erstmal das Ding. So. Der Schalter soll ja eigentlich den da oben aktivieren, macht aber nicht. Das heißt, ich muss hier nochmal raus. Ich muss die Tür öffnen, bevor ich
das da mache. Also nochmal zurück. Du sollst mir das öffnen. Und ich aktiviere dafür diesen Fahrstuhl. So. Ach Gott, jetzt habe ich's. Nein! Nicht fair. Zu früh weggenommen. So, jetzt ist die Tür offen. Jetzt müssen wir es wieder so verbinden. Mit dem da oben. Der muss auch erst wieder hochfahren. Ich bin wirklich wieder wirklich schlau gerade in dem Moment. Das glaubt man gar nicht, ne? Oh, jetzt spring schon. Wirklich super. Das hast du toll gemacht. Wirklich toll, Punkt. Aber manchmal ist diese Steuerung wirklich so ein bisschen assig. Was? Warum aktiviert er das jetzt denn? Ich will doch, dass er da hochfährt. So, Ding. I'm in. Going down. I'm down. What's next? Intel. Tyler Barbidi. Jason Sarah. Subject the setup. Alright, I'm lost now. Why do the East Point Police want to store something on the server in particular? And what is it? If it was a fed, wouldn't we just receive a stream like usual? P.S. No. I'm not stealing footage for people making out for you. Type. Up. So. Warum kann ich da oben das Licht nicht ausmachen? Das finde ich ein bisschen gemein. Jetzt muss ich nochmal runter, aber ich dachte, ich muss ja erstmal das Licht ausmachen, weil sonst sieht mich der Typ da oben. Ah! Nein! Blödes Ding aber auch. Nein! Ich will aus dem Fahrstuhl raus, ich will nicht immer hoch und runter fahren, verdammt. Ah! So, jetzt aber. Jetzt mal ernsthaft rangehen da. Nichts kann uns aufhalten. Wir sind die Super Spies. Yeah. A+. So, did you find the file? Yep, here is it. It is. Puh. I'll be honest, this is a dummy file. I put there. Ah, ich wusste es. Na gut, ich wusste es natürlich vorher auch schon, aber egal. You match everything we know about Selena's killer. So I had to test where your allegiance lay. I apologize for the distrust. I'm sure you understand. You were close, I whipped the data footage, but I didn't kill the... Ah, jetzt haben wir die Chance, eigentlich uns gut zu stellen und die Wahrheit zu erzählen. Vielleicht glaubt er uns ja. Wollen wir es wirklich wagen oder wollen wir es nicht wagen? Ich würde sagen, auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Part erst wieder, weil ich habe ja letztes Mal schon ziemlich überzogen. Dann kommt dieser Part diesmal ein bisschen kürzer und dann könnt ihr mal vielleicht entscheiden oder so. Bis dahin, danke fürs... Oh ne, ich glaube, ich mache es... Ja, ich weiß nicht. Vielleicht mache ich es gleich weiter. Wie hättet ihr entschieden, könntet ihr mir ja mal schreiben. Ob ihr so ehrlich seid oder nicht. Bis zum nächsten Mal. Das war's von mir, euer Punkt. Tschüss.